Natürlich. Machen wir mal. Müsst ja wie meine Mustertipps gingen. Showtipp auf Präsentation. Tipp kleben mit Tippkleber. So. Dann nehmen wir jetzt als Hauptfarbe. Was nehmen wir als Hauptfarbe? Was machen wir jetzt? Nadine, jetzt hast du mich überfallen. Was machen wir jetzt? Machen wir einen Farbverlauf mit den zwei. Machen wir als erstes einmal gelb. Tim, Tim. Schauen, dass die Fussel rausgingen. So, das schmeißen wir jetzt einmal in die Lampe. Hört man mal kurz an. Dann nehmen wir das Vierer. Machen wir einen Verlauf. Mein Ombre-Pinsel, das ist der 6er. Da kannst du total schöne Verläufe damit machen. Hier immer schön ausstreifen. So, jetzt gehen wir wieder in die Lampe. So, als nächstes lassen wir jetzt einmal aushärten. Was machen wir drauf? Schnell meinen Ordner aufmachen. Was machen wir denn Schönes drauf? Ups, kommst du her? So. Möchte dieses tolle Mädchen da? Habe ich jetzt ein Waterprint, die 144. Ich finde die so traumhaft schön. So, das tun wir jetzt einmal ins Wasser. Wisst ihr, mein Topferl. Dann tun wir jetzt ganz leicht abnehmen, unsere Schwitzschicht. Dann nehmen wir ein Sprintgel.
Na, kann man noch schön ein bisschen Weiß tupfen. Nur damit das Gesichterl eben weiß drunter ist, nehme ich jetzt eine weiße Stempelfarbe. Die trage ich mir jetzt da mal schnell auf. Dann nehme ich mein Sponge-Tool. Und tue da ungefähr, wo ich das Gesichterl von ihr haben möchte, tue ich weiß sponschen. Ein bisschen mehr Farbe. Weil die Stempelfarbe, die trocknet total schnell an. Könnt ihr eben schön hernehmen dafür. So. Und da ungefähr möchte ich jetzt ihr Gesichterl eben haben. Ja, habe ich da mal meinen weißen Fleck, das triggert jetzt halt. Dann nehme ich als Printgel. Als Printgel. Ich will gerade schnell meine Finger sauber machen, was ich ja schon aufgeschraubt gehabt habe. Als Printgel immer gut abstreifen, dass wirklich nur noch hauchdünn auf dem Pinsel ist. Auftragen. Über das Weiß drüber, über unser. So, schön drüber. Ihr könnt es nämlich natürlich auch, wenn ihr nur eine bestimmte, an einer bestimmten Stelle haben möchtet, auch nur punktuell machen oder nur was Kleines. Geht genauso, ihr müsst nicht immer Fullcover machen. Ich mache es jetzt halt und einmal nein, weil es so halt für mich jetzt halt momentan am leichtesten geht. So, dabei tun wir mal das ganze überschüssige Zeug da weg. Vielleicht mit Cocktail. Pass auf, Cocktail habe ich. Wo haben wir die Cocktails? Ich werde uns jetzt fast nicht auftragen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt tun wir mal erst einmal das Mädchen drauf. Abnehmen vom Trägerpapier. Kurz trocknen. Und dann platziert es. So. Richtig schön platzieren. Ihr könnt einen Silikonpinsel hernehmen. Oh, das ist jetzt der falsche. Das ist zum Ausstreifen. Dann könnt ihr es wirklich ganz glatt machen. Ganzen Falten rausstreifen. So. Und jetzt zeigt es, jetzt habe ich das Gesichterl weiß, aber sonst sieht man nicht recht viel davon, dass ich da weiter weiß habe. Und das ist eigentlich beabsichtigt. Das genauso habe ich es auch gemacht beim Eis zum Beispiel. Nur ganz leicht genebelt. Da habe ich es zwar mit Airbrush gemacht, aber ich habe es euch gerade gesagt, geht mit dem Sponge-Tool genauso. So, jetzt gehen wir es nochmal kurz rein. Dann als nächstes machen wir nun Folgendes. Und zwar möchte ich jetzt schauen, wegen an der Palme dazu. Ich bin früh auf Sommer. Ich bin früh auf Sommer noch. Bei den Temperaturen, wenn ich gerade suche, wo ich meine Palmen habe,
Palmen, 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 wo seid's? Alle davon gefliegt. In meiner Auswahl an Palmen, an Stempelschablonen. So, mag ich noch schwarz dazu. Und Stempel ist. So. Jetzt mache ich ein Ultimo drauf. Ultimo Schein. Einmal drüber. So. Und das hört mir jetzt auch wieder aus. Und richte weiter her zum Stempeln. Jetzt passt sie mal auf. Machen wir das. Mag ich jetzt nur am nächsten Stab. So. Da haben wir schon mal einen Stempel. Die Stempelplatte immer bitte reinigen mit Remover, dass wirklich fettfrei ist und dass die ganzen feinen Muster, dass das wirklich alles sauber ist. So, dann machen wir mal die Palme. Einmal die da. Mit dem Fusselroller. So. Jetzt haben wir unser Ultimo Cleaner. So. Lassen wir da mal eine Palme, dann nehme ich noch die andere. Machen wir auch wieder sauber. So, und die lassen wir jetzt da. Laufen. Genau. So, und jetzt hole ich nochmal Weiß. Aber er ist schon da, Mensch. Machen wir mit Remover sauber. Und jetzt stempeln wir noch Weiß drüber. Das ist jetzt mal schwarz. Mal gleich mal weg da, dass man nicht wieder in Bewegung geht. So, das da. Blum, blum, blum. So. Setzen wir es. In 3D drüber. Machen wir beim Weiß auch. Bei der oberen auch. So.
habe ich ein bisschen verrutscht, aber ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir das einmal. Machen wir mal schnell auf der Seite da ein bisschen weg, wo es uns absteht. So, das mag ich da nicht. Wirklich schick, seht ihr eben, durch das, dass ihr versiegelt habt, könnt ihr ganz super reinigen, wenn noch was nicht so ist, wie ihr wollt. Okay. So, und jetzt machen wir ein Finish mit Eternity. Und in das Finish tun wir jetzt noch ganz leicht ein bisschen Nixenstaub rein, dass wir einen leichten Sugar unten haben. So, das war mal zu viel da unten. Weg. Seht ihr, das könnt ihr ganz gut machen, dass ihr das nochmal weg tut. Nach unten schieben. Dann nehmt ihr einfach nochmal ein bisschen Eternity. So. Jetzt haben wir mal das. Das geben wir jetzt wieder in die Lampe. Härten wir an, nur anhärten. So, und jetzt nehme ich mein Rondell mit Seepferdchen und Steinchen und so. Seepferdchen und Co. Nehme ich meine, die habe ich ja auch noch. Das Glugel brauche ich noch. So. Nehme ich noch einen kleinen Pinsel und noch irgendwas. Set, das Kupferset, vielleicht passt das dazu, schauen wir mal. So, dann setzen wir nur ein paar Muscheln. Muss jetzt nicht mehr voll sein, setzen wir da noch eine Muschel her. Nehmen ein paar Mikroperlen. Die tue ich schon einfach auch eben in so eine Schachtel rein. Das ist ein Spatel von, also so eine Karte von den großen Stempel, von den Big Stamper. Tue ich schon einfach mit Glugel, tue ich die rausholen. Die Mikroperlen und das eben dann platzieren. So, machen wir dann. Jetzt bin ich wieder in meinem Beutel. So,
Glühgel wieder. Machen wir auch noch. Weil so haben die Mikroperlen eben schon im Glühgel integriert. Und wenn man es dann nochmal aufs Glühgel drauf sitzt, dann heben die so bombenfest. So, wir gehen noch kleine Steinchen. Ich liebe das einfach momentan mit den Mikroperlen und mit den Steinchen Sachen zum Verfeinern. Dann machen wir das noch hier unten her. Und das Schöne ist bei dem Glühgel, es ist ein Gel ohne Inhibitionsschicht. Und könnt eben schön on top arbeiten. So. So, das ist jetzt einmal mein Tipp. Mach das scharf. Na, bitte nehmen wir das weg. Geht es jetzt besser? Ja, ich hab ein Video, wie man mit dem Folienkleber und Folie arbeitet. Ich glaube, das hatte Nadine sogar schon gepostet. Genau, brav Nadine, Dankeschön. So, aber es wird nicht scharf. Aber jetzt lese ich mal. Diese Box, die habe ich immer zu und die ist immer lichtgeschützt bei mir, weil ich ja im Keller bin. Im Keller, da härtet es ja sowieso nicht aus. Wenn du das meinst, Nadine. So, das härte ich jetzt noch aus und dann tue ich euch das Foto in die Gruppe. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, prächtigen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ciao!